Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Also klicken wir direkt mal drauf, wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Let's go! Und zwar haben sich heute wieder beide Seiten geupdatet. Und wir haben eine verdammt geile neue Lackierung drin. Und zwar die Schlürflackierung, passend zu diesem Partylöwen, dieser Schlürfhacke. Die ist sogar animiert und hat eine richtig geile Animation. Die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Fangen wir aber erstmal an mit der Synapse, diesem Synapse-Skin. Dazu dann noch die Hexwillen, auch eine ziemlich coole Lackierung. Dann haben wir noch das gesamte Finsterbomber-Set drin, also erstmal der Finsterbomber selber mit dem ziemlich coolen Backpack, dazu dann noch das Donnerross, eine der besten Hacken, die es im Spiel gibt. Auch der Sound ist verdammt episch und ich glaube, dieses Horn beginnt auch so zu leuchten, wenn man, ich glaube, 2 Kills hat, also auch eine interaktive, also eine reaktive Hacke. Sehr, sehr cool und als letztes noch den passenden Gleiter, die Glyphe der Dunkelheit, wo hier diese Hieroglyphen über die Oberfläche gehen. Für den Preis auf jeden Fall der beste 500 V-Bucks Gleiter, den es gibt in Fortnite, kann ich also alle drei Sachen sehr, sehr empfehlen. Und ja, dann kommen wir jetzt schon zum Highlight des heutigen Tages und zwar zur neuen Hacke Schlürf und sie ist, wie gesagt, auch animiert und hat eine, wie ich finde, eine ziemlich geile Animation. Ich klicke direkt mal drauf und so sieht es erstmal in der Übersicht aus und dann schauen wir uns jetzt mal die Modelle an. Und Leute, no joke, das ist wirklich die erste Lackierung, wo mir auch die Fahrzeuge hier richtig, richtig gut gefallen. Es gab schon ein paar okay Lackierungen, aber bei den meisten finde ich die Fahrzeuge eher ziemlich schwach und bei der hier schaut es einfach verdammt cool aus, weil einfach die Hälfte von dem Fahrzeug so flüssig ist. Richtig, richtig geile Lackierung. Also ich glaube, auf den Fahrzeugen werde ich jetzt nur noch diese Lackierung hier ausrüsten. Die Waffen sind, finde ich, auch ziemlich cool. Da seht ihr so die Flüssigkeit der vordere Teil der Waffe. Klicken wir euch hier die anderen Modelle an. Auch da gefällt es mir ziemlich gut, besonders bei der Sniper, weil der Teil davon hier so lang ist, von der Flüssigkeit. Also auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Lackierung, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, der Bogen ist natürlich besonders schwach, dadurch, dass jetzt nur der Pfeil hier quasi animiert ist. Also auf dem Bogen würde ich sie wahrscheinlich eher nicht spielen, aber vor allen Dingen auf dem Fahrzeug richtig, richtig geil. Endlich mal eine Lackierung, die ich auf dem Fahrzeug spielen kann. Deswegen werde ich es mir auch direkt mal holen. Und weil sich das gestern so viele Leute gewünscht haben, werde ich auch heute wieder 1000 V-Bucks an meine Abonnenten verschenken, dass ihr euch zum Beispiel hier kostenlos heute die Lackierung holen könnt. Wenn ihr also heute 1000 V-Bucks kostenlos haben wollt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur diesen Kanal hier zu abonnieren. Denn ich verschenke das nur an meine Abonnenten, also einfach diesen Kanal hier abonnieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann mal ein Hashtag Schlürf in die Kommentare schreiben. Hashtag Schlürf und unter allen Leuten, die ja hier heute abonniert haben. Und der Hashtag Schlürf in die Kommentare geschrieben haben. Unter denen verschenke ich dann heute wieder 1000 V-Bucks. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare dazu, wie ihr die findet, die Lackierung, und auch am besten dazu, wie ich euch erreichen kann, wenn ihr die V-Bucks hier gewonnen habt, wie ich euch dann den Code für die V-Bucks zuschicken kann. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne dazu einen Daumen nach oben da, wenn ihr eh schon in den Kommentaren seid. Drückt gerne mal auf den Däumchen nach oben. Und ja, dann fangen wir an, nämlich mit der passenden Hacke quasi zu diesem Schlürf, zu dieser neuen Schlürflackierung. Gibt es auch eine Hacke, die schon ziemlich, ziemlich alt ist. Eine der ersten Hacken im Spiel, und zwar der Part die Löwe. Hier steht auch Slurp, also quasi Schlürf drauf. Hier unten ist sie so ein bisschen animiert und sie hat auch einen verdammt coolen Sound. Also so einen Sound hatten wir bisher noch gar nicht. Das ist eine sehr einzigartige Hacke in vielerlei Hinsicht. Sie ist vielleicht ein bisschen groß, aber schaut natürlich dadurch verdammt mächtig aus. Dafür zahlt man aber auch 15 Euro. Natürlich schon ein extremer Preis. Muss man also wissen, ob einem das wert ist. Aber ich kann sie auf jeden Fall so vom Design und dem Sound absolut empfehlen. Dann haben wir noch den Süßkammleiter. Habe ich mir nicht geholt. Ist schon ewig alt, so aus Zucker. Finde den Preis einfach zu hoch. Also ich glaube, dafür würde ich ihn zu selten spielen. Dann mal wieder den blutroten Speer. Schon eine Weile nicht mehr drin gewesen. Schöner Skin für relativ wenig V-Bucks. Die Tiefsee macht nicht so meins. Ich finde sowohl den Skin als auch den Backpack jetzt nicht so schick. Habe ich auch relativ selten gespielt nur. Dann Oldschool. War auch, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal im Shop. Ja, recht simpler Tanz. Und es ist noch royale Muckis. War auch, glaube ich, eine Weile nicht mehr drin. Für 200 V-Bucks. Man flext mal kurz mit den Muckis. Ja, ganz cool, für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins in Fortnite mehr verpassen wollt. Jeden Morgen gibt's ein Video dazu. Und wenn ihr mir helfen wollt, dass ich hier mehr verschenken kann an euch, mehr V-Bucks raushauen kann, auch zu den Custom-Games. Ich werde wieder Custom-Games mit Preisgeldern machen. Und das zahle ich alles aus einer Tasche, deswegen tragt natürlich gerne, oh, den Creator-Code Snoxy ein. So, zack, Snoxy. Tragt gerne Snoxy ein, wenn ihr mir helfen wollt, dass ich hier mehr verschenken kann an euch, sowohl halt in Custom-Games als auch hier im Daily-Shop. Würde mich sehr freuen. Einfach kurz in den Shop gehen und dort Snoxy eintragen. Dauert nur 3-4 Sekunden. Alle 14 Tage muss man das neu eintragen. Also schaut gerne mal nach, ob ihr das noch eingetragen habt. Das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Ich hoffe, das wird euch gefallen und wir hören uns dann morgen wieder. Tragt gerne jetzt noch schnell Snoxy ein und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite here, back again with another item shop video. Today is June 16th, 2019.
Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. If you want to support me in the item shop, please make sure you use code ITALKFORTNITE as that helps me out tremendously. And in today's other upload, we discuss, we actually started a podcast up again. So definitely check that out if you would like to. Oh, we got a new rap, the Slurp Rap. I kind of called this, that we were going to get this yesterday on Twitter. That is a really sick looking rap. Again, more pink, but yeah, we are definitely getting that. Very reminiscent of the lava, except it's a different color. My, wow, that looks really good. I dig it. Synapse is still here with two edit styles, which is pretty surprising. And it also comes with a Backbling Holo Pack, which does not change color. I don't know why. We also have the Hex Wave Wrap animated. And I think that looks good too. Dark Bomber is back with the Backbling Dark Bag. Thunder Crash. And the Dark Glyph Glider. Very clean set. Deep Sea Dominator is back. Comes with a Backbling Octo Tank. Wow, she is, it's been a little bit since we've seen her. Probably over 100 days. Gumdrop Glider. Crimson Scout is also back. Okay, cool. Party Animal. Weird to see that in the daily. Old School Emote is also back. A lot of stuff back today. And the gun show emote. This is a good shop. I actually like the diversity with the shop today. All right, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.